Ja, okay, wissen wir. Sag sowas nicht, bla bla bla. Vielleicht lieber mit deinem Papi nochmal reden. Bagarayo! Du wirst da Eris suchen, oder? Ja, ich gehe mit. Wir gehen direkt ins Shinra-Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Moment. Dann habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Na, wer trampelt da denn? Na, war doch klar. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt zu gefährlich. Du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkämpfst. Ja, lass dich bloß nicht von jemandem umbringen. Wie kommen wir zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt. Lass uns doch einfach zum Wall Market gehen. Vielleicht finden wir dort etwas raus. Speichern wir erstmal. Okay, wir sind schon fast seit 3 Stunden dran. Also, wir sind im Prinzip 3 Stunden dran. Oder auch mehrere. Okay, wie rum machen wir es? Tifa greift das Mistvieh an. Also, ich klaut. Das müsste, glaube ich, sein. Feuer! Ja. Barret hat 1 besiegt, okay. Hast du Heilung? Ja, dann heil mal. Besiegt. Klaut erreicht Level 12. Okay, Barret greift an, Tifa greift das hier an, Cloud greift das hier an. Cloud soll möglichst jeden Gegner echt kriegen. Ansonsten Tifa, weil die hat ihr Limit wenigstens schon auf Dingens. Ja, komm her, komm her. Hallo, da hast du mich gerade? Kann den anderen nicht angreifen, geht doch. Okay. Feuerball. Peng. Jawohl. So. Was haben wir dann? Okay. Egal, Wale, 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 oh, Wale, 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 Wale. Kennt das jemand? So, ich will mal pennen. 10 Geld pro Nacht, bitte, jawohl. Wie viel Uhr haben wir denn? 5 nach 7 morgens. Ihr bleibt alle hier, bla bla bla. So, ich gehe mal direkt zum Gunshop. Ist zwar von der Storyline noch nicht richtig, aber ist egal. Warte, ich warte, ich will mit dir labern. Du willst zur Plattform hoch? Hier, nimm eine Zinkbatterie. Du willst mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast? Ja, das musstest du, aber ich habe sie repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen. Wenn du ankommst, 100 Geld? So, nehmen wir.
Eigentlich hätten wir natürlich jetzt noch nicht hingemusst. Wir hätten erst uns sagen lassen müssen von irgendwelchen Leuten in der Stadt, dass man eine Batterie braucht. Willst du was Tolles sehen? Komm mit! Die sind alle in diesem Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das. Könnten wir da hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern an dem Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch das geht? Natürlich geht das. Schau, was du da sagst du dazu. Das ist ein ganz normales Kabel. Ach ja, für mich sieht es so aus, als wäre wie ein Wunderstrang der Hoffnung. Du hast recht, das ist der einzige Weg, der uns bleibt, um Aeris zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Byred, aber ich kann dich verstehen. Rettungsaktion, wir probieren's. Team Rettungsaktion ist gegründet worden. Oh Mann, das ist grausig. Hey, ganz schön unheimlich, was? Und mein Papa hat mir gesagt, dass Shinra dahinter steckt. So, warum braucht man Batterien hier? Deswegen, hey, wenn ich vielleicht eine Batterie einlege, könnte der Propeller laufen. Ich schätze, ich muss dem Verkäufer einfach glauben. Propeller läuft. Und Propeller hat aufgehört zu laufen. Jetzt können wir nämlich wunderbar hier lang gehen. Das ging vorher halt nicht. Jetzt klettern wir mal hier hoch. Hier brauche ich auch eine Batterie. Plopp. Okay, das ist noch der schwierigste Teil. Ich weiß nie, an welcher Stelle man genau springen muss. Scheint die einzige Chance zu sein, auf die Schranke zu springen. Ich könnte es schaffen, wenn ich springe, bevor sie mir zu nahe kommt. Verwende okay zum Springen. Haha! Beim ersten Versuch. Nice. 50 Meter hoch, hat man gesagt, von der Platte aus. Also man kommt schon so langsam hin. Da gehe ich nicht runter. Das ist nämlich total unsinnig. Ah, doch, jetzt gehe ich doch runter. Naja, ist egal. Hier brauche ich auch eine Batterie. Meter erhalten. Oh nein, jetzt muss ich wieder ins Seil springen. Shit. Hallo? Kann ich hier links runterklettern? Ich habe keine Ahnung. Jo. Ja, wir wissen, wie es geht. Haha. Hat das was mit dem Geräusch zu tun? Hätte klappen können. Also anhand des Geräusches. Naja. Auf geht's hoch. So, warte. Wo geht's hoch? Genau. Ich weiß es nicht mehr so. Ich dachte, man muss rechts bleiben. Na, man kann hier auch hoch, okay. Okay, wir haben es geschafft. Mit dem Schwert am Rücken. Hey, du solltest dich in diesem Gebäude auskennen. Ich weiß nicht, da fällt mir ein, dass ich das erste Mal, dass ich im Hauptquartier bin.
Ich habe schon davon gehört. Die Stockwerke über dem 60. sind besondere Etagen und selbst Angestellte können nicht einfach da hoch. Und dann haben sie vermutlich Aeris hingebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt ziemlich locker. Okay, lass uns gehen. Warte einen Moment. Du willst doch nicht etwa direkt durch den Haupteingang gehen. Was denn sonst? Ich werde Shinra zeigen, was Sache ist. Und dann? So geht das nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da gibt es keinen anderen Weg. Wenn wir weiter so unsere Zeit vergeuden, wird Aeris. Das weiß ich. Aber wenn sie uns erwischen... Du, Cloud, was sollen wir tun? Ich antworte etwas, mache aber es genau anderes andere. Wir sollten uns rausschleichen. Siehst du, wir müssen vorsichtig sein, einen anderen Weg suchen. So, hier gibt es zwei Wege. Den Vordereingang und den sicheren links. Links gibt es ein paar lustige Items. Ich gehe aber vorne rein. Ich will ein bisschen Spaß haben. Bisschen Action. Entschuldigung, aber wenn du keinen Termin hast, musst du... Brauch keinen Termin, das ist ein Notfall. Alle, die kein blödes Auge kriegen wollen, machen jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Machen sich ganz schnell aus dem Staub. Ach, wofür halten sie die sich? Glaubst du, das ist Avalanche? Eindringlinge, greif zu! Da sind aber eben vier Leute auf uns zugestürmt. Die Gegner halten natürlich ein bisschen mehr aus. Das ist ja schließlich das Hauptquartier. Ha, geschützt. Was eigentlich auch unsinnig ist. Eine Handgranate ausgewichen. Nicht schlecht, Cloud. Barrett. So, Cloud hat einen besiegt. Wieder geschützt. Und Tifa hat einen besiegt. Wollte eine Level of Barrett. Oder Tief. Warte mal. Ich muss mal gucken. Nee, Barrett war's. Okay. Laufen wir das Treppchen hoch. Ich weiß gar nicht, wie. Was ist eigentlich hier rechts? Was ist denn hier? Das kenne ich gar nicht. Oh! Du hast alle Sachen aufgemacht, ohne zu fragen. Und hey, warte. Warte mal. Willkommen. Heute haben wir besonders im... Hier ist das Geld. Wir wollen kein Geld, aber es ist keine Räuberbande. Wir holen uns nur das zurück, was uns dein Boss, Boss mit Doppel S, das alte Ass geklaut hat. Aber Lange, wir tun dir nichts. Keine Sorge. Es kann sogar sein, dass wir dir Geld geben, wenn du uns hilfst. Ja, gut, in Ordnung. Ach so. Danke und beehrt uns wieder. Das natürlich nicht. Du hast all diese Sachen aufgemacht, ohne zu fragen. Und hey, warte. Ich verprügel die gleich. Ich darf die nicht aufmachen, Mano. So. Das wird lustig. Was ist denn los? Ich wollte keinen Lärm schlagen, bevor wir Aeris gerettet haben, aber mir hätte klar sein müssen, dass es nicht gehen würde. Hey, was ist denn mit dir los? Sogar du kämpfst auch mal vor andere. Ich bin beeindruckt. Wen interessiert schon, was dich beeindruckt? Weißt du, ich kann mich da nicht so doll ausdrücken, aber ich entschuldige mich für eine Menge Sachen. Was? Da. Verdammt. Egal wo, Cloud, halt einfach nur an. Wir wollen die höchste Ebene. Und haben in Ebene 14 ein paar Freunde gefunden. Handgranate. Handgranate. Cloud hat ein Limit. Handgranate. Haupt mal was. Haupt mal irgendwo keiner was. Das ist der Mutangriff. Hau schon mal auf den Tresen. Du heilst mal alle.
186. Das suchen wir mal rauf und Cloud haut drauf. Ach, selbst bei dem haben wir eben Cloud. Naja. Okay. Eine Granate.